Was sind die wichtigsten Aufgaben im Kanzleramt? Also im Kanzleramt ist für mich eigentlich das Wichtigste, dass das Klima angegangen wird, und zwar richtig, weil man sieht, wir sind hier vielleicht noch geschützt, gerade im Stuttgarter Raum oder wo ich herkomme, Remstal, aber es wird nicht lang gehen, und man sieht ja, überall wird zubaut, es sind keine Räume mehr, es kann sich nichts mehr, keine Luft, kein Wasser, gar nichts mehr austoben, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Mit Sicherheit in erster Linie die Vorgabe einer gewissen Linie, der die Koalition, die es ja wohl werden wird, entsprechend folgen sollte. Die politische Richtung, denke ich, wird aus dem Kanzleramt mehr oder weniger vorgegeben. Ja gut, mit ist gerade diese Digitalisierung, weil da sind wir ja, glaube ich, von 208 Ländern sind wir, glaube ich, auf Platz, frag mich nicht, irgendwas, 100 oder 120. Und das ist natürlich schon deprimierend, gell, für ein hochindustrialisiertes Land wie mir, ne? Viertgrößte Wirtschaftsmacht in der Welt, das ist ein Armutszeugnis. Ne? Die wichtigste Aufgabe wird, glaube ich, sein, Deutschland wieder mehr zu vereinen. Im Moment haben sich sehr viele verschiedene Bewegungen gruppiert, hier wieder der Kanzler für alle Deutschen auch zu sein und dabei halt die wirtschaftspolitischen Ziele und die Klimaziele nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern konkret dynamisch anzugehen. Das Volk richtig zu vertreten, also auch zuzuhören, was sie zu sagen haben, und dementsprechend zu handeln. Also innenpolitisch voranzubringen, das Land auch voranzubringen. Ich glaube, es ist einiges zu tun. Thema Bildung, Thema Ökologie, auch Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die man angehen muss und so weiter. Da wurde, glaube ich, Gutes gemacht in den letzten Jahren, aber es muss weiter vorangehen. Krisenmanagen auf der Welt, ja, mit anderen Staaten, multilateral arbeiten und nicht nur an sich denken, das ist ganz, ganz wichtig, also in der Europäischen Union, aber auch weltweit.